Also meine tiefe Überzeugung ist, dass Heilung in jedem Fall möglich ist. Alles, was auf einer geistigen Ebene auf uns einwirkt, auch in unsere physische Realität hineinragt und unser Leben mitbestimmt. Nach meinem Verständnis ist dieses Geschehen, was wir hier erleben, wo es ja darum geht, dass durch diesen Menschen João de Deus geistige Wesenheiten tätig werden, nichts Fremdes. Dass Wesenheiten einer höheren Dimension durch ihn heilsam wirken können. Die physischen Operationen erfolgen alle ohne Desinfektion, ohne Anästhesie, also keine Schmerzstillung. Und ich benutze auch nie Handschuhe, arbeite mit den Händen. Ja. Und wenn der Schmerz aufhört, dich zu quälen, wirst du zurückblicken und nicht mehr wissen, wie du ihn überwinden konntest. Und du wirst das Strahlen in dir erkennen, die Kraft und Heiligkeit, und gibst ihr den Namen João de Deus.